War dein Treffen erfolgreich? Ja, ja. Nächste Woche wird der Vertrag unterschrieben. Wow, super. Ich komme mit. Die Fahrt in deinem Plug-in-Hybrid hat mir echt Spaß gemacht und du kannst mir zeigen, wie man die Batterie auflädt. Ja, aber sag mal, hast du nicht morgen eine Sendung über Hybride? Doch. Soll ich dir nicht vorher ein bisschen was darüber erzählen? Ja, gerne, ich höre. Das wahre Geheimnis besteht darin, dass du auflädst, sobald du kannst. Ich dachte, das ist nicht gut für die Batterien. Nein, nein, keine Sorge. Du schadest deiner Batterie mit häufigen kleinen Ladevorgängen nicht mehr, als wenn du sie vollständig oder selten auflädst. Wie bei meinem Smartphone? Genau, es ist genauso leicht. Okay, und wie lange dauert das Aufladen? Ich mache es kurz. An einer normalen Steckdose dauert das Aufladen 7 Stunden. 7 Stunden? Das ist irre lange. Ja, so lange wie du arbeitest oder schläfst. Ja, ja, wenn man es so sieht. Und da der Herr es eilig hat, gibt es eine verstärkte Steckdose, die Green Up. Das ist eine normale Steckdose, nur intelligenter, weil sie erkennt, an welches Kabel du angeschlossen bist. Deine Ladezeit halbiert sich auf 4 Stunden. Ah, das ist besser. Und weil der Herr noch mehr Kilowatt in Rekordzeit haben möchte, kannst du dir die Wallbox auch zu Hause einbauen lassen. Oder du schließt dich an eine öffentliche Ladestation an. Und das heißt? Weniger als 2 Stunden Ladezeit. Das ist schnell. Da bleibt keine Zeit mehr zum Schlafen. Aber du hast Kilowatt gesagt. Das heißt, je mehr Kilowatt, desto schneller wird aufgeladen. Ach nein, Pierre. Ich glaube, hier ist ein kleiner Vortrag nötig. Treffen wir uns im Konferenzraum? Okay. Nach deiner Dusche. Schreibst du mit? Ich bin ganz Ohr. Hier ist ein Glas Wasser. Stell dir vor, das ist deine Batterie. Ich fülle es auf, aber damit es nicht überläuft.